Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Jungle Drum Radio. In unserem heutigen Interview geht es um eine brandgefährliche Mischung, nämlich die aus Dummheit und politischem Einfluss. Jeder kennt ja das Sprichwort, der Klügere gibt nach. Ja, übrig bleiben dann allerdings in den wichtigen Entscheidungspositionen die Dummen. Joschka Fischer, der hat ja schon 1997 den Satz geprägt, Avanti Dilettanti. Und der hat sich offenbar bis heute bewahrheitet. Dieses Themas angenommen hat sich jedenfalls die ehemalige Managerin und Hochschulprofessorin Brigitte Witzer in ihrem Buch Die Diktatur der Dummen. Erhältlich bei Random House, bei Kopp, man kriegt es auch bei Amazon, wenn man die NSA mit benachrichtigen will. Und sie betreibt die Seite evolutionen.de. Dahinter steht das Büro für postheroisches Management, das ist eine GmbH. Jedenfalls habe ich jetzt Frau Professor Witzer in der Leitung. Einen schönen guten Tag und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, sehr gerne. Guten Tag auch Ihnen allen. Die Diktatur der Dummen. Worum dreht es sich denn im Kern dieses Buches? Ja, es dreht sich schon genau darum, dass meine Wahrnehmung ist, dass wenn der Klügere nachgibt, dass dann die Dummen übrig bleiben. Also ich fange jetzt mal ganz banal auch mit diesem Satz an. Und ich erlebe das in meinem Umfeld immer wieder. Ich habe das in der Wirtschaft erlebt, dass sich kluge Leute, die es besser wussten als ihre Chefs, dann doch weggeduckt haben und nicht Widerstand geleistet haben und doch manchmal sogar ohne Not einfach gesagt haben, okay, ich ziehe halt den Kopf ein und gehe da durch. Und wenn sowas zunehmend passiert, und das ist mein Eindruck, dann haben wir die Welt, wie wir sie jetzt im Moment sehen. Dass wir nämlich eine Welt haben, die nicht unsere Bedürfnisse erfüllt, sondern die Bedürfnisse anderer Leute vor allen Dingen. Also ich sag mal in diesem Fall bestimmter Wirtschaftsunternehmen und. Ja, das heißt, Sie beziehen sich jetzt nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf Europa, sondern gleich auf den ganzen Globus. Naja, der Spruch, die Diktatur oder die, wenn die Klügeren nachgehen, das ist natürlich eine sehr deutsche Sache. Und ich schaue auch ganz genau aus dem deutschen Standpunkt. Ich lebe hier und habe im Buch die Erlebensbereiche, die ich gut kenne, nämlich Wirtschaft, Bildung, Politik und Medien, ich bin halt eine Medienfrau, untersucht und habe in jedem dieser Teiche geschaut, wo ich da auf Diktatur und Dummheit treffe. Und da ist natürlich Deutschland die allererste Idee und der erste Ansprechpunkt sozusagen oder Bezugspunkt. Nun ist ja Dummheit eigentlich zunächst mal kein Problem, solange der Dumme nichts zu sagen hat. Wenn der in seinem Zimmer sitzt und dumm ist, stört das keinen. Wann also wird Dummheit zur gesellschaftlichen Gefahr? Naja, wenn es so eine Art, also ich sag mal, wenn die Diktatur entsteht, die Diktatur ist in meinem Sinne oder in meinem, nach meiner Analyse so eine Art, ja, eine Selbstunterwerfung, die ich im Moment erlebe, dass wir also dumm sind, ohne dass echte äußere Not passiert, also dass wir zum Beispiel immer noch Täter-Opfer-Strukturen haben in Deutschland, obwohl das in vielen anderen europäischen Ländern sich nach dem Zweiten Weltkrieg ganz gut weggearbeitet hat, um das mal vorsichtig zu sagen, laborieren wir immer noch ein Stück weit am Zweiten Weltkrieg herum. Es kann ganz gute Gründe haben, das will ich gar nicht ausschließen, aber wir haben aus meiner Sicht der Dinge noch sehr viel Täter-Opfer-Handeln in Deutschland, sprich sehr viel hierarchisches Handeln und das haben wir in den Familien wie auch in der Politik. Nun muss ich ehrlich gestehen, ich finde unsere Entscheidungseliten eigentlich nicht dumm. Frau Merkel zum Beispiel, die hat in Physik promoviert und die ist sicher eiskalt berechnend, aber dumm ist sie wohl kaum. Und diese ganzen Thinktanks, die im Auftrag der Finanzeliten ganze Staatsstreiche, Farbrevolutionen oder Wirtschaftskriege aushecken, die sind ja auch nicht blöde. Wo also zeigt sich diese Gefährlichkeit der Dummheit auf dieser Ebene am deutlichsten? Naja, Sie sagen es schon. Also für mich ist die Diktatur eine Sache, wenn kein freies Denken mehr aufkommen kann. Und wenn es, ich sag mal, so wie wir das in unserer Gegend, oder ich erlebe es in unserer Demokratie so, dass es eine permanente Mobilisierung gibt und die Organisationsstrukturen Menschen, die arbeiten, zum Beispiel völlig in Anspruch nehmen. Auch wenn wir politischen Widerstand leisten wollen, dann nimmt die Organisation und die Arbeit gegen die Strukturen, die da sind, uns sehr in Anspruch. Und das kann man
man fast gar nicht, wenn man noch nebenher einen Vollzeitjob betreibt. Und diese permanente, die permanente Mobilisierung durch die Organisation und durch die traditionellen Strukturen, also wie Politik oder politisches System, führen aus meiner Sicht dazu, dass wir uns ganz schwer tun, frei zu denken. Vielleicht sind wir ja auch dahingehend erzogen worden. Zum Beispiel habe ich mal, also als Verbraucher zum Beispiel, als Konsument, ich habe zum Beispiel mal am Brett von dem Institut für Wirtschaftslehrgänge, würde ich sagen, mal ein Schild hängen sehen. Das war so ein richtiger Eyecatcher, richtig gelb mit schwarzen Lettern, da drauf stand: Verbraucher sind Dummvieh. Könnten Sie das so unterschreiben? Naja, also wir werden tatsächlich vom Menschen zum Verbraucher herabgestuft, so sehe ich das auch. Also ich habe den Eindruck, dass unsere Wirtschaft im Wesentlichen versucht, uns Sachen aufzudrängen. Also ich habe gestern ein Insektengegenmittel gehört, das heißt gesehen, das heißt Antibrumm. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, wer so etwas kaufen wird. Es soll in jedem Land gegen jeden Stich helfen. Jetzt jenseits von all dem, was man so einem Wundermittel unterstellen mag, aber das hört sich für mich auch wirklich so an, als wäre da der Verbraucher, würde da der Verbraucher für dumm verkauft. Mhm. Und natürlich hört sich das auch so an, als könnten selbst Kinder in die Apotheke gehen und ein solches Mittel kaufen und möglicherweise auch die Eltern danach fragen. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel erlebe, dass einmal wir alle für dumm verkauft werden, aber auch extrem viel über Kinder verkauft wird und damit auch in einer kindlichen Sprache und einer kindlichen Ansprache, was die Verdummung noch ein Stückchen vorantreibt. Ja, solange der Laden brummt, aber gut. Können Sie sich denn vorstellen, dass es Personen in leitender Position gibt, die sich, sagen wir mal, irrtümlich für clever halten, weil sie einfach zu blöd sind, um realisieren zu können, dass sie Idioten sind? Denn das stelle ich mir eigentlich als Albtraum jeder Firma vor. Naja, das haben wir schon häufiger. Also für mich ist sozusagen die Ausübung von Macht eine Schwierigkeit. Also sprich, wer hierarchische Systeme total stärkt und nicht begreift, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander sind, der ist für meine Begriffe schon in so einer Situation von Dummheit. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir das sehr vielfach haben in unserer Republik. Weil gerade, alle Bürokratien, also alle Verwaltungen, leben davon, dass immer noch vor allen Dingen mit Macht gearbeitet wird, also durch die Ausübung von Macht, durch Beschämung, durch rigorose Verdikte. Die Wirtschaft hat ja versucht, als sie gemerkt hat, dass es einen Fachkräftemangel gibt, umzuschwenken und ein Stück das amerikanische Modell, nämlich dieses Augenhöhe-Konzept einzuführen, was auch nur, begrenzt funktioniert, aber immerhin funktioniert. Und trotzdem muss ich Ihnen recht geben, es gibt noch sehr viele Patriarchen und auch Tyrannen und Diktatoren in den Unternehmen, weil für mich zur Dummheit auch gehört, fehlende emotionale Kompetenz und fehlende kommunikative Kompetenz zum Beispiel. Ja, das ist einfach erschütternd, was da für ein Potenzial brach liegt, und zwar weltweit. Das ist wirklich richtig. Haben Sie eigentlich schon mal von dem Petermann-Prinzip gehört? Prinzip, dass man immer auf die Stufe rutscht, an der man dann seine Unfähigkeit beweisen kann. Genau, ja, das meinte ich. Also gemeint ist damit, wenn ein mittelmäßiger Geist in einer Firma aufsteigt, dann haut er sofort hinter sich die Tür zu, damit keiner folgt. Denn er hat natürlich größte Angst, dass irgendein Neuzugang, der einfach begabter, intelligenter, besser ist als er, ihm zu nahe kommt, sodass dann irgendwann vielleicht jemand denkt, dass der für den Posten geeigneter sei. Deswegen werden solche Leute dann immer ins firmeninterne Sibirien verbannt, damit sie niemandem die Pfründe streitig machen. So. Ja, ich kenne das auch. Ich war ja selbst Managerin und gehöre jetzt zu denen, die es nicht gut, oder ich habe es nicht ausgehalten, dass ich mich in so einer Karriereschleife mal in Wartehaltung positionieren sollte. Das war für mich nichts. Und diese, sich dann an den auf die höchste Stufe dessen zu begeben, wo man im Prinzip nur noch Schaden anrichtet, auf jeden Fall nicht mehr höher kommt, aber auch sicherstellt, dass man zur firmeninternen Lähmschicht wird, also mit A, das ist auch was relativ Normales. Also um jetzt nochmal zurück zum Buch zu kommen, vielleicht meine Wahrnehmung ist, dass viele Menschen einfach große Angst vor dem Leben haben und sich lieber also zum Konsumenten machen, aber auch in einer
vermeintlich sicheren Positionen festnageln oder festgraben, festschallen und dabei gar nicht merken, dass ihnen die Vitalität und überhaupt die ganze Lebendigkeit abhandenkommt. Also ich gucke aus der Sicht des Einzelnen und für den ist das Peter-Prinzip eine genauso große Katastrophe, obwohl er erstmal meint, dass es ein Vorteil ist. Für alle anderen ist es natürlich ebenfalls eine Katastrophe, weil wir hier jemanden haben werden, der auf jeden Fall verhindern wird, dass das die Organisation gut funktioniert. Wie verantwortlich oder mitverantwortlich sind denn Ihrer Meinung die Medien an dieser Kollektivverblödung? Naja, sie sind sozusagen ja ganz begeistert dabei und unterstützen die Verdummung, wo man nur kann. Also für meine Begriffe ist das in vielen Bereichen abzusehen. Also ich erlebe oder ich habe die Wahrnehmung, dass für alle Qualitätsmedien in Deutschland beispielsweise die Bild-Zeitung das erste Medium ist, was man am Tag lesen muss. Und da fängt es an. Damit reduziert sich der Blick, der dann vielleicht nochmal bei der FAZ oder wo auch immer geweitet werden kann oder in der Heute-Redaktion. Aber für mich hat der Boulevard eine ganz starke Vorreiterrolle übernommen, weil natürlich auch die Medien, denen etwas passiert, was die bis zur Jahrtausendwende ungefähr für Unmöglichkeiten haben. Sie haben auf einmal auch prekäre Arbeitsverhältnisse. Das mussten erst, also Anfang des Jahrtausends, also im letzten Jahrzehnt, musste das eigentlich der Journalismus lernen, dass das, was vorher der restlichen Wirtschaft passiert ist, auch jetzt bei ihnen passiert. Und wir haben natürlich eine große Menge von Praktikanten und Volontären und Leuten, die von einzelnen Jobs leben und deshalb, die Jobs so machen, dass sie am Ende dabei gut aussehen und nicht unbedingt, dass der Sachverhalt ausgezeichnet dargestellt wird. Jedenfalls ist das schon meine eigene Erfahrung im Laufe der letzten 4-5 Jahre im Kontakt mit Journalisten. Sind Sie denn der Meinung, dass wir diese Diktatur der Dummen noch verhindern können oder ist sie bereits längst Wirklichkeit? Und falls ja, wie kriegen wir sie wieder weg? Naja, ich glaube schon, dass wir da ziemlich tief drin stecken, ehrlich gesagt. Also glaube aber auch, und da bin ich vielleicht einfach Optimist oder besser gesagt noch besser, ich habe da Hoffnung, weil ich immer wieder auf Leute treffe und auch viele Leute treffe, die sagen, und wir machen jetzt was dagegen. Also es gibt viele Dinge, die man gegen diese Diktatur unternehmen kann. Und das erste wäre, möglichst hohen Grad an Selbstreflexion zu bekommen. Das halte ich für wichtig, was heute im Studium nicht mehr das Thema ist, leider, sondern da ist ja möglicherweise, also steht das Auswendiglernen vor allem. Trotzdem kann ich nur sagen, wer möge seine eigene Selbstreflexion stärken. Das halte ich für ein total gutes Mittel gegen diese Diktatur, weil wenn ich klar bin, was ich will, kann ich eigentlich immer jenseits der Diktatur mich auch dafür entscheiden, dass ich das bekomme. Und wenn 40-50% der Verbraucher wissen, was sie wollen, dann bekommen wir auch wieder ein anderes Angebot. Im Moment habe ich den Eindruck, Menschen kaufen ja nur noch Verpackungen. Also da guckt ja keiner richtig, was da drin ist, sondern es wird die Verpackung gekauft, die bekannt ist oder die am besten aussieht. So, ich glaube schon, dass wir da raus können, indem wir selber, jeder Einzelne dafür sorgt, dass er so nicht handelt und dass er halt die Zeit, die dafür nötig ist, nämlich achtsam zu sein und mitzukriegen, aha, ich gehe dem Ganzen jetzt nicht auf den Leim, diese Zeit zu investieren und halt auch entsprechend verantwortlich zu handeln. Das halte ich für eine wichtige Sache. Und das Zweite ist zum Beispiel, wenn man gegen diesen geplanten Verschleiß handelt, den wir ja in der Wirtschaft haben. Also geplanter Verschleiß ist wahrscheinlich für Ihre Hörer auch eine Normalität, oder wie ist das, Herr Apitsch? Muss ich da was zu sagen, oder? Nein, glaube ich nicht. Ja. Also genau, ich frage darum danach, weil das mir schon anders ergangen ist. Jedenfalls das Thema geplanter Verschleiß und dagegen zu handeln. In Berlin gibt es jetzt die ersten beiden Repair-Cafés. Vielleicht, ich weiß nicht, wie weit Sie das kennen, aber das ist was im Benelux ganz normal ist, wo man also Dinge, die einem lieb sind,
reparieren lassen kann und wo sowohl Werkzeuge wie auch Leute zur Verfügung stehen, die da Lust drauf haben. Also man kann mit seinem Mottenloch im Pullover dahin gehen, genauso wie mit seinem Lieblingsstuhl und dann bei einer Tasse Kaffee oder dreien mit anderen Leuten erstens dafür sorgen, dass das gut repariert wird und zum anderen sich auch noch austauschen. Interessant, das ist ja eigentlich ein Hinweis darauf, dass wir ein bisschen zum Entwicklungsland werden. Also in Indien oder in Afrika, da repariert jeder alles. Das ist der Wahnsinn. Während wir es hier eigentlich gewohnt sind, immer neu zu kaufen, um unser Belohnungszentrum da mal kurz ein bisschen anzuregen. Genau. Aber gut, das wäre ja vernünftig, wenn wir vernünftig würden. Nur ist das nicht so, dass unsere ganze Wirtschaft darauf basiert, dass wir halt hirnlose Konsumenten und Kunden sind, die nicht groß nachdenken, sondern nur gucken, ob es schön bunt ist. Ja, das ist schon so. Also für mich ist ja das Problem, oder vielleicht muss ich es nochmal anders sagen, ich glaube, es gibt kein Zentralorgan der Verdummung. Deshalb glaube ich auch nicht, dass jetzt, ich sag mal, sei es die Wirtschaft oder sei es ein Mensch da jetzt die Verdummung ausruft. Aber ich glaube, dass dort immer dem nachgegeben wird, was am leichtesten geschieht. Und wenn wir uns für dumm zeigen, dann werden wir so behandelt werden. Meine Erfahrung ist aber auch das Umgekehrte. Sobald wir uns clever verhalten, werden wir auch anders angesprochen. Also ich erlebe, dass ich mit anderen Leuten beispielsweise als Coach arbeite. Je klarer ich bin und formuliere, mit wem ich nicht mehr arbeite, also mit meinetwegen Leuten, die Interesse an nur an reinem Machtzugewinn haben, das sind Leute, mit denen brauche ich nicht anzufangen zu arbeiten, da würde ich auch nicht gegen Geld arbeiten. Je klarer ich das habe, umso mehr bekomme ich andere Kunden. Und natürlich suche ich ganz bewusst auch nach anderen Leuten, mit denen ich arbeiten will und kann. Und zwar mit bei denen, wo ich Lust drauf habe. Also Sie haben vorhin den Namen meiner Firma genannt, postheroisches Management. Mir geht es um eine andere Haltung, mir geht es um ein Ende von Heldentum und gleichzeitig auch um, ich sag mal aus der Frauensicht, um einen postfeministischen Alltag, also um etwas, wo wir alle auf Augenhöhe leben können. Das hört sich vielleicht ideal oder idealisiert an. Gleichzeitig glaube ich, braucht man erstens mal einen Bezugspunkt, auf den man sich gut stützen kann. Und das ist für mich schon immer noch was, was im Hirn passieren kann. Also ich finde ja, Denken hilft. Und zum anderen ist das was, was auch andere mit gewinnen kann. Also nur mit einer Haltung zu kommen und die immer im Detail zu erklären, ist ja auch schwierig. Wir müssen nicht nur Begriffe versenken, ist meine Idee, sondern wir müssen auch neue Begriffe unbedingt erfinden. Und im Moment ist alles, was so ein Stückchen in der Ecke der Repair-Cafés herumwabert an Begrifflichkeiten, kommt aus der östlichen Philosophie. Das ist für uns als Westler nicht immer anheimelnd. Und da würde ich mir wünschen, auch tatsächlich, dass Leute aufstehen und Begriffe erfinden, so wie der Charles Handy den Begriff postheroisches Management erfunden hat, 1984. Okay. Wenn ich an solche Schwergewichte wie zum Beispiel den Ludwig Erhard denke oder den Richard von Weizsäcker oder an den Willy Brandt denke, dann muss ich schon sagen, dass unser Parlament auch nicht mehr so das ist. Haben Sie das Gefühl, dass diese Diktatur der Dummheit jetzt mal auch bei uns in den Reichstag hineinkriecht? Naja, also ich meine, alles, was wir haben, ob das nur im Bundestag ist oder im Landtag, ist ja nur ein Durchschnitt der Bevölkerung. Wir müssen ja nicht glauben, dass wir eine Elite wählen, sondern wir haben einen Durchschnitt unserer Bevölkerung, den haben wir auch im Bundestag und damit haben wir halt alles da. Wir haben es von ganz schlicht bis ganz gestört. Also ich denke mal, da müssen wir ganz realistisch sein. Die Idee, dass Demokratie jetzt zu den Besten führt, ist ja sicher, hat noch nicht mal Aristoteles, glaube ich. Also ich muss das unterstützen, also insofern Ihre Frage beantworten. Ja, natürlich, Dummheit ist überall und das sehen wir ja auch an den politischen Entscheidungen. Also Wobei Demokratie kommt ja vom griechisch Demos, das Dorf. Wäre es wirklich eine Herrschaft des Volkes, müsste es ja eine Ethnokratie sein. So, jetzt komme ich eigentlich schon zu meiner letzten Frage. Ja. Und zwar unsere Welt, die marschiert ja derzeit auf einen epochalen Wandel zu, eigentlich eine richtige Zeitenwende. Und da kann das schon mal gehörig rumsen. Und deshalb
braucht man derzeit in der Entscheidungsebene vielleicht gar keine Philosophen und Schöngeister, sondern brutale und egoistische Naturen, halt so den Mann fürs Grobe. Und vielleicht ist das ja der Grund, dass schon seit einiger Zeit so viel Mittelmäßigkeit nach oben treibt. Können Sie sich das vorstellen? Also ich glaube, dass einerseits Unternehmen, die Veränderungsprozesse vor sich haben, immer danach schielen, dass sie einen Vollstrecker finden. Also jemanden, einen harten Kerl, so wie Sie das gerade beschrieben haben, der mit eisernem Besen fegt, sprich, dem es auch nicht viel ausmacht, 10.000 Leute zu entlassen. Weil ja augenblicklich sozusagen der Shareholder-Value einfach immer noch im Vordergrund steht, egal wie wir das jetzt auch formulieren. Das heißt, die Vollstrecker-Naturen werden immer noch gesucht. Gleichzeitig ist natürlich ein Schöngeist auch jetzt kein qualitatives Merkmal dafür, dass wir es mit einer nachhaltigen und vernünftigen Wirtschaft zu tun bekommen. Und ich glaube, das ist das, was uns fehlt, dass wir neue Konzepte brauchen, also eine andere Managementhaltung in den Unternehmen, die bedeutet nämlich die Leute, die ich habe, dafür zu gewinnen, dass sie tatsächlich Lust haben, mitzugestalten, mitzumachen. Und zwar gilt das für meine Begriffe vor allen Dingen auch für zum Beispiel die ganze Internetbranche. Also ich sehe den ganzen Start-up-Boom, aber ich sehe nicht unbedingt die qualitative Verbesserung für Arbeit, wenn ich da kleinste Schreibtische und Hamsterräder sehe, die auch da schwierige Arbeitsbedingungen erzeugen. Also egal wie wir gucken, für mich ist in den ganzen Bereichen der Wirtschaft sind zwei Sachen relevant. Erstens, es wird immer noch vergessen, dass das Innere eines Hamsterrads auch von außen so aussieht wie eine Karriereleiter. Und meistens stimmt das nicht. Und zweitens, es gibt die Leute, die Macht ausüben und dagegen kann man sich nur mit Präsenz und Persönlichkeit stärken. Das war ein toller Schlusssatz. Sagen darf, ja. Ein toller Schlusssatz mit dem Hamsterrad, Mensch. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne. Ne, eigentlich hatten wir es uns hier zur Gewohnheit gemacht, unseren Interviewgästen immer noch ein Schlusswort einzurichten, falls wir irgendwas nicht gefragt oder gesagt haben. Hätten Sie da vielleicht noch was Sie gerne loswerden würden? Naja, ich würde gerne sagen, bitte verlieren Sie nicht die Nerven. Also jeder, der nachgibt sozusagen, lässt den Schmarotzern, den Besserwissern, den Dummen eigentlich hält ihnen die Tür auf. Und von daher würde ich mir wünschen, dass alle die was verstanden haben, auch unbedingt dafür sorgen, dass sie dabei bleiben und eben nicht nachgeben. Also meine Bitte an alle Hörer. Humorvoll ins Leere laufen lassen. Ja, zum Beispiel elegant, mit Charme, gerne auch humorvoll, aber bitte nicht nachgeben. Ich danke Ihnen nochmal herzlich. Ja, okay, wunderbar. Tschüss, wunderbar.